Halli, hallo, lieber Zuschauer, dieser heute Video erstmal, bitte, ich wollte gerne eine Küsschen haben. Also, heute testen wir was, es ist noch lang, also wir heute testen was, das hat mit was mit Ostern zu tun. Wir haben Neues. Januar, Ostern ist im April, oder? Ja, Ostern ja. ist im April, ja. Wir haben Januar und ja, wir probieren Mr. Brownie. Also Ostern Edition. Oster Edition, genau. Ja. Das ist einmal Mr. Brownie. Das sind so Brownies. Ja. Da sind 8 so kleine Brownies drin. Mit so Esspapier kleinen Kügelchen. Also oh. so Ostereier. Glaube ich. Also ich weiß nicht, dass oh. Esspapier ist oder irgend sowas. Ich möchte bitte kurz Darf ich kurz was sagen? Das nein, ist nein, mit belgischer Schokolade. Mm. Hier steht Oster Brownies. Rich. Moist. Oh. And Food Cube. Okay, so, wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh nee, nicht schon wieder, weil ich hasse Kuchen oder so Brownies oder Muffin, die in der Art von M&M's hat. Dann habe ich gedacht, nee, schon wieder, die hat irgendwas geholt mit M&M's oben, okay. Das dieser Knusper M&M's. Oben, genau, aber ja, jetzt, aber wo das, du sagst... Aber das ist, glaube ich, wie Esspapier sowas. Ja, wenn das wie Esspapier ist, freue ich mich sehr, weil ich mag nicht Kuchen mit so einem Knusper, Sache ist, oder Biskuit mit irgendwas knusprig unten, mag ich gar nicht. Okay, dann freue ich mich auf Esspapier und Brownies. Ich glaube, es ist Esspapier. Das hoffe ich für dich und für das mich. Sind 8 Sorry. Stück. Also ich, die haben wir vom Action und ich ja. muss sagen, die sind sehr... Oh, oh. Ich freue mich noch mehr. Passt auf. Also, separat jeden eine. Und guck mal, wie süß klein. Ich nehme ja. mich damit in die Schule. Guck mal, wie klein. Das ist so toll, weil manche Hersteller... Die machen das alle in eine Tüte so. Du machst die Tüte auf, dann hast du die alle. Dann, aber was ich aber auch noch dazu dann hast sagen du direkt will. Keinen Bock, aber so. Guck mal, da sind 8 Stück drin. 8 von so kleinen Mini-Brownies und es hat 1,80 Euro gekostet. Toll. Das ist. Toll. Und wir haben die vom Action, falls ihr die nachkaufen wollt. Das kann man für die Kinder viel Freude machen. Ja. Und wie die Sarah gerade gesagt hat, die kann mit zur Schule nehmen. Ja. Ja, also... Okay, ich mach mal eins auf. Ja, ich auch. Und so geht das auf. Und nichts anderes. Oh, die sind auch noch mal in so einer Muffin. Oh, guck ihr. Also, das ist sehr appetitlich, oder? Ja. Moment. Pass auf, das Papier außenrum nicht, ist es mit dir? Also, ich finde das appetitlich. Ja, freue ich mich. Danke, Sarah. Bitte. Ja, ehrlich. Freue mich. So, erstmal. Riechen kann ich nicht so toll. Meine Nase läuft alles wie eine Quelle. Warte, wir gucken mal. Sieht das ähnlich aus? Aber trotzdem. Das sieht doch voll ähnlich aus, oder? Ja. Duftet so toll. Tatsächlich, ja, oder? Mhm. Stark. Aha. Voll schokoladisch. Hammer. Und ich finde so die Stückchen oben drauf. Wow. Das ist kein Esspapier, sondern irgendeine Art von wie weiche Bomber. Mhm. Aber kann man essen, oder? Sehr gut. Ist ja. der weich? Also, vielen Dank, Sarah. Ich meine das im Ernst. Also, das ist eine sehr tolle Sache. Mhm. Ja. Hammer. Sehr schokoladig. 1:1 zum Bild. 1:1. Aber dass da jede kleine eine so Verpackung, finde ich großartig. Ja. Und es sieht auch so aus wie auf der Verpackung. 1:1, ja. Ja. Boah, das macht so durstig. Ja, das ist ein bisschen süß. Aber das gehört zu. Und belgische Schokolade ist sehr, sehr tolle Schokolade. Also die sind sehr lecker. So, würde ich sagen... Würdest du sie nochmal kaufen? Ja. Ja, sicher. Sehr gerne. Mhm. Preis ist sehr günstig. 1,80 Euro. Sehr günstig. Und vor allem für 8 oh. Stück. Weil manche machen ja, sage ich mal, so
weiß ich nicht. Vier Stück für so einen Preis, ja. 4 Stück für 3 Euro habe ich mal gesehen. Wenn auch, ich glaube auch 4 Stück für 1,50 Euro oder sowas, die werden. Aber dass er 8 Stück tatsächlich für nicht mal 2 Euro, das finde ich toll. Toll. Ja. Ja, gut, dann gebe ich 9 von 10. Ich finde auch den Haar. Also eigentlich, also ich mag ja Schokolade und sowas. Aber ich muss sagen, ich habe sie gekauft, weil sie lecker aussehen. Ja. Und wegen dem Hasen. Guck mal, wie süß der ist. Und bei Mr. Brownie. Dann sagen wir mal, Mr. Brownie. Hier, Mr. Brownie, guck mal, der hat so. Ja. Schnurrbart. Ja. Gut, dann. So, das war's. Danke, dass du. Also von 1 bis 10, wie viele Punkte noch? 9, habe ich gesagt. Ah, ich hab noch gar nicht gesagt. Sorry. 10. Gut, dann. Danke, dass ihr das Video zugeschaut habt und wir sehen uns im nächsten Video. Bye-bye. Ciao. Ciao.